So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Retro Pokémon Rot. Ja, immer noch mit dem Herrn Titan. Na, und wir kämpfen gegen sein Lieblings-Pokémon. Hey! Hey, Arctos. Oh, ist cool. Soll ich mal einen Donnerblitz probieren? Okay, das Ding hat eine Death wie sonst was, aber... Ich bin halt der Safe geladen, aber... Ja. Ach komm. Auf geht's. Grill wie so ein Vögelchen. Das ist ein Gerät. Du sa... Du hast Felix. Ich wusste. Case, habt ihr alle nicht gesehen? Ja. Gleich nochmal. Der sagt auch noch vorher, als es so was. Nee, das war so ein Plan. Alter, was? Nee. kommt jetzt immer ein Grid? Das wäre seltsam. Nee. What the fuck? Vielen Dank. Okay. Und da liegt das Teil also mit Eisstrahl los. Soll ich wechseln? Ich werfe erstmal den Ball, bis Electric stirbt. Okay. Dann wechsle ich auf Bisaflor. Mach das. Pokéball! Los! Hast das Pummel verfehlt. Oh Gott. Ach du Schande, das wird ein Spaß. Das wird schön. Dann halt den Hyperball. Du hast das Pummel verfehlt. Ich wünsche viel Spaß beim Sterben. Oh yeah. Alter. So, Aquana, erstmal. Eisstrahl. Ich töte so eh, ne? Egal. Ach, das ist effektiv? Das Ding ist Flug! Ein Eis auf Eis ist normal. Eis auf Eis ist, glaube ich, nicht effektiv, aber erste Generationsregeln und so. Das wusste ich nicht. Okay. Ah, sehr schön. Auf ein neues. Okay. Abkurs. Das wird ein Spaß, glaube ich. Gut, wie schwäche ich das Vieh dann weiter? Rasierblatt. Könnte funktionieren, aber Rasierblatt hat eine Deckkette. Das wird's töten. Nee, Rasierblatt überlebt auf keinen Fall. Meinst du? Ja. Ah, ich bin ja immer so ausprobierfreudig. Dann probier's mal. Ja, eingefroren. Hey. Jetzt Mann! Ich treffe aber auch gar nicht das Vieh. Nee, das ist böse. Das ist ja krass. Ach, das ist zum Schluss zu fangen der drei Vögel. So, Bisaflor. Das wehrt sich immer bis zum letzten Mal. Zeig dein Rasierblatt, auf geht's. Das ist auch der Grund, wieso ich Pokebälle mitgenommen habe. Das hatte mal eine Situation, in der ich einen Arctos mit dem ersten Pokéball gefangen habe. Ah! Das war doch... Oh, ganz knapp. Scheiße! Das ist nicht schön. Ich habe jetzt ein Pokéball bekommen. Oh Gott. What the fuck? Electek! Man kann es auch übertreiben. Jetzt kannst du vielleicht mal einen Eisstrahl probieren. Jetzt soll ich einen Eisstrahl probieren? Das ist doch sehr effektiv. Aber kein Step und so. Mega hieb. Überleg mal, sehr effektiv von Electek mit Step. Na, Body Slam könnte es jetzt vielleicht überleben. Ja. Glaube ich. Das ist auch möglich. Hey, vielleicht paralysiert das ja sogar. Ist aber doof, weil Schlaf ist doch effektiver. Ja, aber Paralyse macht's nie wieder auf. Ah, das ist perfekt. Agwana ist supi. Ja, das ist gut so. So, lass ich erstmal. Ah nee, Quatsch, bis das Agwana stirbt, ne? Ist ja alles vorbei. Oh Gott. Los, Eisstrahl mich. Du hast genau eine Chance. Natürlich Eisstrahl der mich. Eine Chance. Also macht nichts anderes, bis kein Eisstrahl mehr hat. Schlafhuder! Hey! Bin begeistert. Okay, na gut, dann. Good luck, have fun. Oh mein Gott. Hyper Ball! Yeah! Ey, du hast mal getroffen. Ja, das ist ein Fortschritt. Hyper Ball! Wow! Ja! Ist klar. Wunderbar! Arctos wurde gefangen! Ey, bin ich der Skillmaster oder bin ich der Skillmaster? Ich muss zwar viermal laden, aber dann beim zweiten Ball. Genau! Aber dann beim zweiten Ball. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das angeblich in Gletschern verirrten Wanderern den Weg weist.
Oh, sehr nobel. Aber wirklich? Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Okay. Dann... Jetzt wird's Spaß. Okay. Jetzt wird's Spaß. Fluchtseil! Auch rausgefluchtseil hier. Flup, flup, flup. Ach, hier kommen wir raus, okay. Das war eine weite Strecke. Jetzt. Natürlich. Dann habe ich mich auch gefragt, warum du unbedingt Lavados dabei haben wolltest. Ja, das wusste ich doch nicht mehr. Ach so, du dachtest, wir stehen dann quasi vor der Höhle. Richtig. Ah, okay. Du bist ja die neueren Generation gewöhnt. Ah, das erklärt natürlich alles. So, okay. Dann hau ich erstmal meinen Mürabler raus. Das komische Gewächs. Eigentlich müssten wir für den Endkampf unser Team mitnehmen. Nur fast verfahren. In der Höhle Stärke? In der Höhle Stärke. Ich glaube nicht mal zwingend. Ich denke nicht. Okay, du bist schuld, wenn es schief geht. Hier also, ist auf jeden Fall Arktos. Ja. Eine Menge Verteidigung und Spezial. Ja, so, das ist wie Schnabel und Eisstein. Wahnsinn. Du, 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 du. Das war Ibitak. Fast richtig. Fast? Fast. Ist ja auch bei Bogen zum Glück. Ja. Aerodactyl, cool. Ach, darf unsere Helga nicht mitmachen. Schade eigentlich. Ja gut, wer gegen Mewtwo eh wieder eine selten dämliche Wahl. So, also, auf geht's. Na gut, wir haben jetzt eh Kikli dabei. Ich darf's ja gar nicht ablegen. Ja, richtig. Ja, dann ist ja total egal. So, auf nach Azuria City. Ich glaube, ich kaufe mal lieber noch ein Fluchtseil. Kannst weil, wenn ich trotzdem Unrecht habe. Ah, nee, Quatsch, ich habe jetzt Stärke dabei. Ach Gott, ja. Brain AFK. Los geht's. Nein. Warum setze ich kein Fahrrad ein? Das bringt nicht. Dim, 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 dim. Aber ich tu mal Lavados nach vorne. Weil es fließt Level 60. Okay. Die Pokémon da drin sind ein bisschen stark. Ja. So ganz leicht. Auch schön zum Trainieren, wenn man noch irgendwas hochleveln möchte. Was zum Teufel? Ist so schön. Herr Titan? Herr Lightspeed? Was soll das? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, klar. Hallo Radfratz. Oh mein Gott. Hallo Lavados. Feuersturm! Frühstück! Ins Face! Ja. Ach komm, jetzt hätte ich ja denn schon mal den schönen Glitch mit Überstrahl zeigen können, ne? Es ist richtig! Naja, egal. So, Hyper Beam! Bam! Wobei, davon kommt ja noch ein Trainer. Stimmt. Überhaupt. Skip Double Deedle Du. Ich habe wohl doch nichts gesehen! So, super Schutz irgendwo, jawohl, genau. Didim, didim, didim. Okay, dann fahren wir da runter, schwingen uns auf Aquana zurück und schwimmen da runter. Mhm. Welches Pokémon ist da eigentlich dargestellt zum Surfen? Ist das ein Yugong? Das ist ein Yugong. Oder ein Yugong, okay. Wo ist die Trainerin? Ich weiß doch, dass sie da ist. Da hinten. Ja, ja. Komm her, zeig dich. Danke. Um Pilz-Pokémon zu fangen. Ja, gibt's genau zwei. Mhm. In der ersten Generation. Also, wie bist du da hergekommen? Aber egal. Wenn du nur Pilz-Pokémon hast. Es wäre mir nur das Parasurfer einsetzen kann. So, ja. Hallo Lavados und Hyper Beam. Scham. Weil da gibt's nämlich einen lustigen Glitch. Wenn er mich Überstrahl eingesetzt hat, muss man eigentlich eine Runde abwarten. In der ersten Generation, wenn man das Pokémon tötet, kann man dann gleich wieder angreifen. Ist das nicht toll? Yay. Das ist wunderschön. Auf jeden. Ach, Hyperstrahl natürlich wahnsinnig stark in der ersten. Ja, übelst krass. So, Parasek. Vor allem, wenn man es jetzt irgendeinem Normal-Pokémon beibringt, wo es das Teil noch Step bekommt. Das ist jetzt die pure Vernichtung. Oh ja. Vierfach Schwäche von einem Lavados und Feuersturm. Sui würde weinen. Ach, Pilzpokémon sind ja so süß! Du meinst? Ja, ich glaube, die sollte mal einen gewissen YouTuber etwas näher kennenlernen.
So, wir sind bei 10 Minuten. Ja, dann werde ich vielleicht noch bis zu den gewissen Pokémon, dessen Namen ich schon verraten habe, kommen. Ja. Voll Sinn, dass du jetzt verheimlichst. Das ist falsch. Es wäre super, wenn du hinkommst, weil ich habe die Höhle schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja, ja, das mache ich schon. Ich hasse Höhlen in dieser Generation. Ja, ich merke schon. Keine einzige hatte im Kopf. Höhlen in jeder Generation. Doch, Mondberg. Scheiß auf Items, ehrlich gesagt. Das hättest du jetzt auch mitnehmen können. Ist ja gut. Weil hier gibt's krasses Zeug, wie man sieht. Dam, 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 da, dam. Da, da, dam, da, dam, da, dam. Dam, dam, dam. Ich hoffe, das war richtig. Ich denke aber schon. So, Superschutz, jawohl, wunderbarst. Das war falsch. Das war richtig. Dann muss ich da hin, dann muss ich da hoch, weil da ein Item ist. Hyperball, hey, den werden wir ganz sicher einsetzen. Das hast du so recht. So, 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 so. Und dann hier hochschlängeln. Und dann sind wir hier, genau. Und dann müssen wir nämlich noch hier runter. Und dann sind wir schon in der nächsten Etage. Hey. Schlimm, wie ich echt die Höhlen noch im Kopf habe. Und da kommt ein erstes Pokémon. Ja, ist ein echt schlimm, wie du die Höhlen noch im Kopf hast. Oh, ein Parasek auf 64. Ach, du Heilige. Ja, hier gibt's ein paar starke Pokémon. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Ne, ich bin richtig gelaufen. Boah! Alter! Hey, du bist gut. Hyperball! Oh, da müsste ich ja fast um Mewtwo anfangen. Bei der Zeit. Ja, aber schon nicht. Ein Ditto! Voll cool, die Viecher! Kannst du es eine Runde am Leben lassen? Ich bin schon geflogen. Der Schutz wirkt nicht mehr und wieder eine Woche wird. Sorry. So, das Fahrrad möchte ich auch. Dankeschön. Und jetzt dürften wir gleich bei den gewissen Herren sein. Das sollte eigentlich bald mal so weit sein. Da ist er schon. Eins der coolsten Pokémon ever. Steht uns gleich vor. Das ist richtig. Gott, wie kämpfen wir denn? Auf jeden Fall ganz weit weg von Bisaflor und Nido. Wien, dass wir gar nicht dabei haben. Das ist eine gute Frage. Ich nehme halt Dodri. So, save. Auf geht's. Was? Oh Gott. Hat sich vorher noch den Kampf an. Hey. Erste Aktion Pokéball. Wow! Okay. Erste Aktion Pokéball? Was? Ja, erste Aktion wirf ein Pokéball. Dann stimmt mein Dodri, ne? Ist klar. Ach so, stimmt. Das muss ja auch. Dodri ist ja vorn. Schade. Wollte ich eigentlich nutzen. Oh Gott. Das fängt schön an. Och, du Heilige. Ja, jetzt ist Dodri schon fast nutzlos. Ja, gut, vorbei. Jo! 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 Aha. Ach, Mewtwo ist so ein schönes Pokémon. Auf jeden Fall. So ein scheiße starkes Pokémon, das Kritz raushaut wie sonst was. Ja. Nam, 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 Lavados, hi. Ja, erstmal ein Feuersturm, oder? Ja. Okay. Oh Gott, das wird uns so vernichten, dieses Vieh. Ja, wirklich. Oh Gott. Spät singt, ja, wunderschön. Schaden macht. Alter, was? Was? Okay, physisch angreifen ist die Devise. Gott, macht ja keinen Schaden. Tschüss, Lavados. War schön mit dir. Alter. Achso, jetzt hat's kurz bei mir geleckt, dachte ich, es überlebt. Das Critting? Aquana los. Oh Gott. Ich probiere meinen Server. Hörst du mal mit deinem Psychokinesen auf? Alter. Jetzt hätte ich auch eine Hydro-Pur machen können. Aber ich Angst, dass es nicht trifft. So. Und wie viel, wie viel, wie viel, wie viel? Oh. Ordentlich. Ja gut, Server ist auch ziemlich stark. Nein, ich probiere meinen Body Schlemm. Ein Schlemm. 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 Eieiei. Oh. Hey, yeah, au! Wirf den Ball, sofort! Erstmal ein Hypertrank. Du machst doch... Was macht's? Kann doch
Oder? Ach, das... Ach, das... Ah! Deshalb sagt sich bald sofort. Oh! Das kann ja Genesung... Ja! Und ich sagte noch vor der Aufnahme, ich fange jetzt Mewtwo und Arctos in einer Folge. Ja. Beim besten Ball, ey. Und ist mein Glückstag, Leute. Aber Mewtwo wird ein neuer Eintrag. Das ging zu schnell. Ja. Das ging viel zu schnell. Mewtwo Genmutan. Wiegt übrigens 122 Kilo, das Vieh. Und ist größer als ein Glurak. Nur mal so am Rand. Laut Pokédex. Glurak ist nicht 1,70 Meter. Dieses Pokémon ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experimentes. Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Hey, wir sind bei 60 Minuten. Wir sind fertig. Wow. Sand. Jetzt haben wir uns nicht einmal die Orten überlegt, ne? Weil das wollten wir eigentlich machen. Ja, richtig. Wie machen wir das jetzt? Ich schau mal nach, was ist über was hatten wir denn für Orten? Soll ich einen Schnitt machen? Ja, mach einen Schnitt. Gut, Freunde, dann einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, hallo, Leute. Und ja, da sind wir wieder. Wir haben uns kurz beraten und der Herr Titan wird das Ergebnis präsentieren. Genau, denn wie man ja bereits aus unserem Pokémon... Was war's? Silber? Silber. Silber. Ja. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob Silber oder Gold. in unserem Silber gesehen hat, wir vergeben ja Orden, was sie für irgendwelche Leistungen im Let's Play. Richtig. Und ja, da fange ich eben einfach mal an. Zum einen gibt's den Orden für die meisten Arenen, also Orden, die man erledigt hat, den Orden sozusagen. Orden. Der geht glasklar und ohne irgendwelche Überlegungen an den Herrn Lightspear. Ja, ganze 6 Arenen habe ich nämlich gemacht. Anscheinend. Wow. Ja, denke schon. Dann den Pokémon-Orden gibt's ja auch noch. Denn wer hat die meisten Pokémon und so gehabt? Die meisten im Team war zwar der Herr Lightspear, aber da ich ab und zu mal random irgendwas geknappt habe, geht der an mich. Richtig. Sicher auf, um zu glitschen. Dann haben wir einen Orden, wer die meisten Entwicklungen durchgeführt hat. Ja, gibt's da eine Überlegung? Ich denke nicht. Ja, das war ganz gleich. Jo. So, dann ein Orden für die Top 4 Kämpfe. Hatte ich 3, der Herr Lightspeed 2, also meine Wenigkeit. Hallo, Elektro? Ja. Es! Whatever! Okay. Top 4 Orden geht an mich. Dann ein Orden, wer die meisten Rivalen ins Maul gehauen hat. Kann ich ernst bleiben? Ja. Das okay. Geht. Bewege mich keinen Schritt mehr. Das geht übrigens ebenfalls an mich, weil Rivalen hatte ich so ein paar Kämpfe. Hast du schon gesagt, wer Top 4 und so bekommt? Ja. Ja. Dann ein Orden für das Game-Finale. Also wer es quasi beendet hat. Da der Herr Lightspeed sowohl Mewtwo gefangen hat, als auch die Top 4 abgeschlossen, geht der Orden ganz klar an ihn. Ja, richtig. Dann noch die letzten beiden Orden. Das ist zum einen der Legendenorden. Wer hat die meisten legendären Pokémon abgegriffen? Der wird eiskalt aufgeteilt, denn sowohl der Herr Lightspeed als auch ich haben 2 legendäre gefangen. Hätte das gedacht. Ja, ne? Ich dachte, ja. Du kriegst einen Mewtwo. Scheinbar nicht. Ich hatte mir den Kampf auch irgendwie Spaß vorgestellt. Ich auch. So, und dann haben wir eigentlich noch immer einen Orden für das beste Pokémon. Also für das mit den höchsten Werten. Da wir aber den Fall haben, dass wir keinen Wert haben, der wirklich heraussticht. Natürlich, Dodri ist ein Sweeper, aber Lavados kommt da jetzt auch wieder ran. Aquana hat eine scheiß hohe Def und Leben. Ja. Und irgendwie alles haben gute Werte. Daher. Wir können sich entscheiden und wir teilen uns den Orden. So einfach ist es. Richtig. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auch ganz einfach darauf, dass sich diese 8 Orden aufteilen in 4 für mich und 4 für den Herrn Lightspear. Was bedeutet Gleichstand. Hey!
Yippie! Yippie, yay, yay! Auch mal wieder. So, wir haben uns übrigens überlegt, den letzten Part machen wir über 20 Minuten ausnahmsweise. Ja, richtig. Weil Gequatsche und so. Ja, na, geht viel Zeit drauf, kennt man ja. Ja, Herr Dieter, dann haben wir ja wieder Let's Play beendet. Ja, so ist es. Wir haben noch ein paar auf der Agenda. Schon. Aha, ja. Also ich weiß nicht, ob es direkt weitergeht mit einem neuen, aber demnächst. Demnächst auf jeden Fall. Demnächst. Eieiei. Dann werde auch, glaube ich mal anfangen mit dem ersten Part. Wirst du das? So werde ich. Okay, alles klar. Nachdem du jetzt zwei angefangen hast, dann will ich auch was. Was redest du? Wieso, was rede ich? Ich hab Silber angefangen. Na klar. Ernsthaft? Na, wer hatte denn den Feuerriegel? Oh, auffallend richtig. Hab ich gar nicht mehr dran erinnert. Dupfidu! Naja, okay. Ja, dann fehlt nur noch abschließend unser Resümee des Spiels. Ja, natürlich. Wer möchte denn? Freiwillige voran. Gut, dann lege ich halt mal los, wenn ich schon so aufgefordert werde. Ja, bitte. Pokémon Rot, die erste Generation. Allgemein. Der Klassiker schlechthin. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nie Pokémon Rot oder Blau gespielt. Ja. Was? Ich war immer der Typ, der Geld hatte. Aber allgemein auch hat man jetzt in dem Spiel schon gemerkt, ein Gelb finde ich es. Fand ich immer noch ein bisschen cooler als die beiden hier. Aber das ist so großartig, die erste Generation. Oh ja. Es fängt schon mal bei dem an, die Pokémon. Ich müsste wirklich lang überlegen, ob welche Pokémon ich in der ersten Generation überhaupt nicht mag. Ah, fallen mir nur zwei ein. Die da wären? Rosana und Pantimos. Rosana fand ich einfach ganz in Ordnung. Ja klar, von Attacken werde ich ja schon, aber optisch, bläh. Ja, ich fand's nicht schlecht. Also Pandemos stimme ich dir zu. Ich hätte vielleicht sogar noch Schlup dazu gezählt. Ja, okay. Ja, lass mich gern belehren, ja. Ja. Ja, das sind so ein paar, wo man sagt, naja, optisch jetzt eher fragwürdig. Aber die überwiegende Mehrheit ist absolut genial. Richtig. Stimme ich voll zu. Wirklich. Wunderschön. Ich kann sie nur oft genug loben, erste Generation. Overall. Richtig. Das war damals auch der übelste Imba-Shit. Ja. Das war ja komplett neu und alles. Ach, das war legendär. Aber auf jeden. Naja gut, auch in diesem Let's Play ließ der ein oder andere Retro-Flash natürlich nicht auf sich warten. Eieiei. Ja, das war spaßig. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, mich und auch. So, hast du noch irgendwelches was an... Wollen wir eigentlich schon Spoiler, was das nächste ist, oder wollen wir das diesmal offen lassen? Naja, lass mich, glaube ich, offen, oder? Ich wollte gerade sagen, da die Leute mit der Zeit dahinter steigen, was wir alles lassen, würde ich sagen, können es auch gleich sagen. Ah, nee, bleib mal geheim. Okay, Herr Leitz besagt. Das bleibt geheim. Dann bleibt das geheim. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen, unser kleines LPD. Das war nicht das letzte, wie gesagt. Ja. Oh ja, wir können das Spiel nicht oft genug loben. Wer es von euch noch nicht gespielt hat, schämt sich sofort und ab in die Ecke. Und Gameboy zücken und spielen. Auf jeden. Das ist die einzige Maßnahme, was man da tun kann. Mhm. Oh ja, das waren eigentlich meine Abschlussworte. Willst du noch was sagen? Will ich noch was sagen? Nein, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nur, dass Mewtwo zu leicht war. Ja, das stimmt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war Let's Retro Together Pokémon Rot. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten LBT wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.